Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier in der Vergnügungsstadt Treno und schauen uns mit Stein ein bisschen die Stadt an. Nein, so einfach ist das nicht, denn ja, Lily ist abgehaut. Vor lauter, wow, cool, die Stadt schaut toll aus, ist sie gleich einfach mal ohne ihren Begleiter und Leibwächter auf und davon. Ja, das hat sich auch gleich gerecht, denn sie wurde ausgeraubt. Und zwar um ganze 1000 Gil wurde sie erleichtert. Den Dieb haben wir natürlich gestellt. Und er hat sich für die 1000 Gil einen Kraftgürtel gekauft, den wir dann zur Belohnung, dass wir ihn laufen ließen, bekommen haben. Ja, wir sind hier vor dem Kartenturnier, Geschichtel hier, das machen wir aber nicht. Wir gehen weiter in die Richtung, um die Prinzessin zu finden. Ich hoffe, es gelingt uns. Das nächste Active Time Event. Ambitionen. Hörst du, Mario? Treno wird zwar schon immer, also war schon immer, nicht nur wird, also nicht nur war, sondern ich fange nochmal an, weißt du? Hörst du, Mario? Treno wird zwar schon immer als die Stadt der Adeligen bezeichnet, aber das ist nichts weiter als eine Lüge, um das Volk stillzuhalten. Jo, genau. In Wirklichkeit werden wir von den Adeligen nur ausgebeutelt. Genau, nur ausgebeutelt. Stimmt's? So ist es. Die feine Gegend an den Wasserstraßen haben sie widerrechtlich annektiert. Das gemeine Volk haben sie die Hügeln hochgetrieben. Ja, die Adligen sind alle ganz miese Tyrannen. Nicht wahr, Giana? Ja, du sagst es, Mario. Aber wenn wir hier nur den ganzen Tag stehen und über das Unrecht dieser Welt lamentieren, dann sind wir auch nicht besser als die träge Masse hier. Jo, es wird langsam Zeit für die Remilion. Genau. Des Unterbaus, jawohl. Nicht wahr, Giana? Genau, Rebellion. Der Unterbau muss den Oberbau loswerden. Nur so gibt es Autonomie. Ja, genau. Aber anstatt immer nur zu jammern, müssen endlich Taten folgen. Wir sollten die Adeligen stürzen und so selbst zu Adeligen werden. Ja, dann können wir auch in Saus und Braus leben. Ja, mir nach, Mario. Jawohl, wenigste. Jugend von heute und so. Ja, oh schau, die zwei Katzen haben sich lieb. Ram bam bam bam, daram di dam. Huch, da, ein Kubo. Ein Mogri meine ich, nicht ein Kubo. Rülps. Ist doch klasse hier drin, oder? Die Bonzen hauen sich die Wappen voll. In ihren schicken Willen. Und ich lieg hier im Delirium auf der Straße. Ja. Oder war es mir schlecht? Active Time Event. Reunion. Reunion. Reunion, genau. Reunion. Herrschaftszeiten. Und, Meister? Die Sache geht sie voran. Hey, hey, was ist los? Keinen Durst? Keinen Durst, genau. Keinen Dunst, wovon du sprichst. Hä? Nanu? Ach so, du bist's, Markus. Dass ich deine bärtige Fresse aber auch nicht gleich erkannt habe. Ja, ja, ich hab dich auch vermisst und so. Hey, hey. Also wegen dieser Sache, da gehst du mal besser runter und erkundigst dich persönlich, ja, ja. Hatsche! Boah! Du kommst spät. Ja, ich wurde aufgehalten. Außerdem bin ich ein bisschen fertig und so. Was denn? Was denn? Faule Ausreden? Ist man von dir gar nicht gewöhnt und so. Nun, sag schon. Hast du rausgefunden, wo sich die Silbernadel befindet und so? Na klar, in der Villa irgendeines Geldsacks eben. Heute Nacht fährst du mit dem Boot hin und schleichst dich da rein.
Du kannst dich auf mich verlassen. Überlass die Sache mit mir. Also mit Blank, einfach mir, genau. Überlass die Sache mit Blank einfach mir, Herrschaftszeiten. Und so. Ich weiß. Alleine schaffst du das sicher. Aber ich gebe dir noch zwei Gepäckstücke mit. Gepäckstücke? Was geht ab? So, jetzt ist die Frage. Da zuerst weiter. Ich würde sagen, zuerst oben weiter. Um alle Active Time Events mitnehmen zu können. Also zuerst zur Prinzesschen. Hupo! Da ist ein Hündchen. Ih, der verfolgt den kleinen Mogli. Hundi, was ist denn? Hallo Mogli. Mog Michel. Wir sind ganz dicke Kumpels, Kubo. Mhm. Mog nicht. Von Stilskin ist ein Brief gekommen, Kubo. Das interessiert dich doch auch, oder? Dann lass ihn uns schnell lesen, Kubo. Mhm. Von Stilskin an Mog Michel. Die Regenstadt Bumerkia liegt in Trümmern. Und die Leute, die ich dort gesehen habe, sind in Richtung Westen zur Wüste Wupu aufgebrochen. Nur was wollen die dort bloß? Außer Sand gibt's da ja nicht viel. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich ihnen nicht folgen und die Sache ergründen würde. Ja. Die Wüste Wupu ist ja nicht gerade um die Ecke, Kubo. Aber das ist typisch Stilskin. Der hat keine Angst vor Entfernungen, Kubo. Mhm. Bei der Gelegenheit würde ich gerne speichern, bitte. Bam, 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 bam. Ram, bam, 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 bam. Ram, da, da, dam. Ram, da, da, dam. Da, dam, da, dam. Bam, pfau. Jawohl, jawohl. Da, dam, di, da, dam. Tschüssi. Den alten Opi. Ja, ja, ich. Als ich noch etwas jünger war, da ging immer ein anständiges Raunen durch die Menge, wenn ich das Kartenstadion betrat. Ja, 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 das waren Zeiten. Ah, weiß aber nicht heißen soll, ich werde schon alt. Ja, ich bin immer noch im Saft. Das habe ich der einen Dame vorhin auch erzählt. Ja, ja, ja. Aber die ist irgendwie weggelaufen und hat gemeint, ich wäre verkalkt. So eine sowas Gemeines. Wie konntest du dieses hässliche Ding nur für 5000 Geld kaufen? Also mir gefällt es. Oh. Dies hier ist das Auktionshaus von Baron King. Ja. Da gehen wir mal rein, ne? Hier seid ihr also, Prinzessin. Ich war ganz in Sorge, dass euch vielleicht etwas zugestoßen sei. Steiner, wenn ihr ständig wie eine Klette an mir klebt, dann finde ich die Silbernadel niemals. Aber Prinzessin, wie könnt ihr nur so von mir... Aber die Silbernadel scheint wohl sowieso nicht hier zu sein. Wo ist eigentlich Markus? Da bin ich leider überfragt. Vielleicht hat er die Silbernadel ja schon gefunden. Was? Ihr folgt mir gar nicht? Wollt ihr, dass ich wieder allein irgendwohin entschwinde? Boah, ey. Ich glaube, ich kündige. Nein, mitnichten, Prinzessin. Ich begleite euch selbstverständlich. Diesen Mann, den habe ich doch schon irgendwo mal... Ja, das ist Kuya. Oder Kucha, ich sage, ich habe vorher mal Kuya gesagt, ne? Ich werde jetzt nochmal schnell ein kurzes Speichelchen machen. Na, geht's aus dem Weg. Vielleicht schaffen wir es ja, die Auktion zu gewinnen. Das würde mich sehr freuen. Wie komme ich später noch einmal her? Ich habe mich vertan. Entschuldigung, den wollte ich nicht anquatschen. Ich habe mich vertan. Na, flieg nicht weg. Ich wollte nur sagen, ich habe mich vertan. So, nochmal. Wir kommen später nochmal hierher und dann bekommt man diesen einen Gegenstand, auf den ich so giere. Macht aber nichts. Wenn es möglich ist, werden wir gleich jetzt eine Auktion starten, um das mal zu zeigen. Boah, ich habe schon ordentlich Geld verpulvert. Wir haben gar keine 30.000 mehr. Ich hoffe, das macht nichts. Ich schaue mal, ob es überhaupt... Nanu, ich will da... Ja, ich schaue nochmal, ob es überhaupt gehen würde. Oder ob wir das separat mal her müssen. Separat. Extra. Als Hauptobjekt der heutigen Auktion ist Rarität des Tages irgendwas.
Als nächstes Elfenohrring, das wäre auch nicht schlecht. Unes Spiegel, Reflektring und dann, sehr verehrte Damen und Herren, Rarität des Tages Miniset. Wir beginnen bei 500 Gil. 1004, 1005, 1006. Ja. 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 Ich will auch mal. Wie ging das denn nochmal gleich? Ach, da muss ich gleich weiter vorgehen, ne? Ja, ja. Ja, bist du gescheit. 3. 3, 1. 3, 2. Hmpf. Dann würde ich sagen 3. Vielleicht mag noch jemand. 4, ja. Miniset, ich weiß gar nicht, ob der wichtig ist. Wir haben eh genug Geld. Probieren wir es mal. Und? Yeah, gehört uns. Weil es gibt ja Mini-Bumerkchen und das alles auch, ne? Elfenohrring, dann hätte ich auch ganz... Boah, mit wie viel? Jesus, na, okay, dann müssen wir warten. Der Elfenohrring wäre auch nicht schlecht. Der ist aus meiner Sicht, glaube ich, auch zum Dingens nicht schlecht, zum Skillen, also für die Abilities und so. Boah, der geht sicher auf 10.000 drauf, wenn ich Pech habe. Bin ja blank. Ram, bam, ba, ram, bam, bam. Lass die doch nur machen, die Deppen, tralala. Tut keiner mehr? Dann tun wir eh dich mal mit 100 mehr. Ram, bam, ba, ram, bam, ba, ram, bam, bam. Jawohl, gehört uns, sehr gut. Ich wollte eigentlich das letzte kaufen. Nächstes Objekt ist... Unes Spiegel. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwas... Ich habe das alles vergessen. Boah, der geht drauf. War das eigentlich schon das letzte? Ich glaube, 3 Sachen hat es gegeben, ne? Dann probieren es wir noch. Boah. Bist du narrisch. Und es geht schon rauf. Und? Gewinnen wir? Ich glaube, ja. Passt. Gehört auch uns. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt sind wir, glaube ich, fast pleite. Noch ein Objekt. Scheiße. Reflektring. Den hätte ich auch gebraucht. Wie viel Kohle haben wir noch? Haben wir überhaupt noch welches? Kann ich nachschauen? Darf ich nachschauen? 7.000 nur mehr. Okay, geht sich nicht mehr aus. Können wir schon marschieren. Den Reflektring kriegen wir später sowieso auch. Aber immerhin. Ein paar Sachen haben wir schon ersteigert. So, klubsch, klubsch. Klubsch, klubsch. Was haben wir denn jetzt alles? Ich würde sagen, auf wertvoll. Aber da haben wir auch nichts nachgelesen, ne? Der Passierschein. In Südendor erworbener wertvoller Gegenstand. Passierschein, um nach Alexandria zu gelangen. Ja. Passierschein. Der Besitzer des Passierscheins wird erlaubt, das Königreich und die anliegenden Gemeinden zu betreten. Sid Fabel. Meisterschütze, in Lindblum erworbenes seltenes Item. Als Anerkennung für den besten Jäger des ganzen Königreichs. Meisterschütze, der wahre Jäger, stellt seine Waghalsigkeit immer unter freiem Himmel unter Beweis. Ehemaliger Titelträger. Mini-Bumerkia. Heiß begehrtes seltenes Item unter den Miniaturfreaks genießt es große Popularität. Mini-Bumerkia, unter Sammlern erzielt diese Figur den Höchstpreis. Auktionator. Na toll. Unes Spiegel. Bei einer Auktion ersteigert das seltenes Item, dessen Verwendungszweck unsicher ist, dem Anschein nach ein Gegenstand aus der Antike. Unes Spiegel. Der Körper stirbt, aber die Seele vergeht nicht. Eingravierte Schriften. So wahrscheinlich Müll gekauft. Ganz toll, was haben wir hier? Prallmeier am Bodenbogen. Erworbenes seltenes Item. Kaffee mit aromatischem Geschmack. Prallmeier. Die Schatzbrunnen zum Wellenberg.
Und der Duftfahrer. Was? Das ist Sina. Ich habe gedacht, das ist Quina. Entschuldigung. Die Schatter. Was? Die Stadt. Boin Sun. Ach so. Die Stadt. Beim Sonnenuntergang und den Duft von warm guten Kaffee in den Nosen. Das ist ein Leben. Versteckter Kaffeekenner Sina. So ist das gemeint. Entschuldigung, ich dachte, das wäre Quina. Entschuldigung. Heiß begehrtes seltenes Item. Unter der Miniaturfreaks genießt es große Popularität der Minisit. Minisit, Zauber der Antike. Erschaffe einen Körper aus Erde. Dogma der Höhle. Verwandle Blut zu Wasser und lasse das Seelenfeuer entstehen. Ziselierte Zauberformel. Kuponus, ein seltenes Item, welches die Lieblingskost der Mogels ist. Kuponus, Kubo, Kubo, Bo, Kubo, Bo, Kubi, Kubo, Sapper, Schlecht, Schlürft, Hechtel, Kubo, Mokuta. Das heißt, wenn wir da mal bei ihm vorbeikommen, können wir ihm eine bringen. Gut, haben wir die Auktionsgeschichte auch schon gesehen. Dann können wir es jetzt aufmachen zum Herrn von und zu Markus. Wobei, ja, wurscht, ausrüsten können wir eh noch später, ich werde es wieder vergessen. Nanu, ich will darüber. Ah, geht ja. Geh mir doch aus dem Weg. Hallo. Für einmal aufs Ohr hauen kriege ich aber 100 Gilde, klar? Ein bisschen schlafen wäre fein, nicht müde. Wenn es nichts gibt. Dann tschüss. Na, nicht so tschüss. Ich will da runter. Nicht so tschüss. So, jetzt aber. Wo sind die jetzt hin? Da war doch Bark. Steckbrieflich gesucht. Wer ihn ergreift, erhält 100.000 Gil. Oh, dahin sieht man ein Bild. Ja, den Kerl da auf dem Bild werden wir auch noch kennenlernen. Ich muss unbedingt diese Silbernadel in die Finger bekommen und so. Ja, damit können wir endlich Blank helfen, nicht wahr? Also, wann brechen wir auf? Meinetwegen sofort und so. Du bestehst wohl darauf mitzukommen, oder? Bist du Stadtler und so? Ja. Na dann wollen wir mal gehen. Ja. Prinzessin! Prinzessin, so wartet doch bitte. Der Chef wartet schon und so. Chef? Du meinst euren Chef? Na, wen denn sonst? Es gibt nur einen, den wir Chef nennen und so. Naja, Weibsbild. Lalalala. Prinzessin, so wartet doch. Ihr wollt doch nicht den Worten dieser Diebe glauben. Die ganze Sache ist sicherlich alles nur eine Falle und überhaupt für euer Ansehen nicht gut. Jugend, echt. Außerdem geziemt es sich für eine edle Prinzessin wie euch nicht, an einem schändlichen Diebstahl teilzunehmen. Jawohl, nein, das wirklich nicht. Wenn ihre Majestät die Königin von dieser Sache erfährt, oh mein Gott, die wird euch den Arsch versohlen. Prinzessin. Ja, wollt ihr wirklich mitkommen, Prinzessin? Ich meine, schließlich ist es ja unbefugtes Betreten und Diebstahl. Natürlich komme ich mit. Ich muss ja schließlich darauf aufpassen, dass ihr wirklich nur die Silbernadel mitnehmt. Na prima, können wir dann und so... Hey, ich komme auch mit. Es ist nämlich meine Pflicht, darauf Acht zu geben, dass ihr nicht gar noch versucht, die unschuldige Prinzessin vom Vater Tugend abzubringen. Wenn es dir Spaß macht und so... Also, deine Pflicht, sagst du also? Ist das alles, woran du denkst? Hast du keinen eigenen Willen? Machst du dich etwa über mich lustig, Kerl? Es ist mein eigener Wille, die Prinzessin nach Alexandria. Ja, ich dachte, wenn du mit Zidane durch die Lande ziehst, kriegst du eine neue Perspektive auf alles. Aber dein eigener Wille? Ich bezweifle, dass du so etwas überhaupt hast. Aber naja. Was fällt dir überhaupt ein? Hört auf damit. Lasst uns lieber endlich aufbrechen. Ach Gottchen, Männer. Hm.
Mit Verlaub, darf man fragen, wie es in Bumerke gelaufen ist? Ach, gar nicht mal so schlecht. Nur der Gestank dieser schmutzigen Ratten und der ekelhafte Anblick dieser fetten Elefantendame war etwas schwer zu ertragen. Oh. Genauer gesagt, eine regelrechte Beleidigung für meine feine Nase und meine empfindlichen Augen. Ich musste vor 3 Stunden Gesichtspflege betreiben. Puh. Ja. Oh. Leider blieb euch dies nicht erspart, nicht wahr? Eigentlich würde ich noch ein wenig im schönen Trainer verweilen, um den Gestank dieser Raunzen abzustreifen. Aber leider muss ich auf Rattenjagd in die Wüste. Das heißt, ihr brecht nach Clara auf? Ja, triff bitte die nötigen Vorbereitungen. Sehr wohl. Ich werde mich sofort darum kümmern. Ach, übrigens, wenn du... Also hast du gesehen? Heute hatten wir einen ganz bezauberten Gast. Was meinst du? Einen bezaubernden Gast, meint ihr? Wohl eine Dame, die euer Wohlgefallen fand, wie ich vermuten darf? Ganz recht. Sie fand mein Wohlgefallen. Diese bezaubernde Taube, der ich nachjage, kommt also von sich aus zu mir geflogen. Dass du mir gerade hierzu geflogen kommst, ich denke, von heute an darf selbst ein Skeptiker wie ich ruhig an das Schicksal glauben. Aber noch ist es zu früh für dich, deine zarten kleinen Flüglein auszuruhen. Hörst du? Dein Nest ist nicht hier, meine kleine Taube. Dreh um und flieg geschwind zu deiner Mutter nach Hause. Sie erwartet dich schon sehnsüchtig. Flieg, mein Täubchen, flieg. Und auch ich werde dich dort erwarten, um dich liebevoll in Empfang zu nehmen. Komischer Kauz. Ja. Ich weiß eigentlich, also ich weiß es eigentlich schon, aber bin ich mir sicher? Weiß ich eigentlich, was ich tue? Mit Diebesgesindel? Ach so, mit Diebesgesindel. Hand in Hand arbeiten. So weit ist es schon gekommen. Verdammt! Du musst stark sein, Adelbert Steiner. Die Prinzessin wohlbehalten ins Schloss zurückzubringen. Das ist meine Aufgabe. Außerdem glaube ich einfach nicht, dass die Königin zu unrechten Taten fähig sein soll. Nein, nicht sie. Nicht mit der Statur. Nein. Bestimmt handelt sie aus höheren Motiven. Jawohl. Habe ich wirklich keine eigene Meinung? Unsinn. Das ist purer Unsinn. Boah. Wie sollte auch ein einfacher Soldat, wie ich es bin, majestätisches Genie verstehen können? Ja, überhaupt unlogisch sowas. Die Worte eines Räubers können mir sowieso gestohlen bleiben. Lediglich die Prinzessin wohlbehalten ins Schloss zurückzubringen. Endlich bin ich diesen Kerl los. Ja. Ja, was für ein furchtbarer Kerl. Dieser elende Entführer und Räuber. Achso, das war eigentlich noch er gemeint. Entschuldigung, das war noch der Steiner gemeint. Entschuldigung. Naja. Zidane ist eine unmögliche Person. Er hat mich behandelt wie ein kleines Kind. Schon seltsam, dass ich dann trotzdem hier nach der Silbernadel suche. Aber warum tue ich das hier dann überhaupt? Hä? Um Blank zu retten? Vielleicht weil er mich gerettet hat? Ja, ja, ganz genau. Das muss es sein. Eine Hand wäscht die andere. Eine Selbstverständlichkeit. Aber ich habe bisher noch nie so gehandelt.
Glaubst du wirklich, dass wir hier die Silbernadel finden? Ach, hör auf zu meckern und such lieber und so. Da kommt jemand und so. Oh nein. Wie dumm, ach je, gerade in einer prächtigen Vollmondnacht wie dieser, ach, in der sich einem einmalige astronomische Beobachtungsmöglichkeiten bieten, ach, wie dumm, gerade heute muss mir die Tinte ausgehen, ach, wo habe ich bloß das Ersatzfläschchen? Und was jetzt und so? Moment mal, Prinzessin, was habt ihr vor? Nanu? Ja, aber Herrschaft Zeiten noch einmal. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Aber das ist doch... Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, nicht wahr, Professor Toto? Prinzessin! Ja, kann ich denn meinen alten Augen trauen? Professor Toto... Was, Professor Weh und so? Professor Toto war der Hauslehrer der Prinzessin. Der Professor ist eine der größten Kapazitäten auf dem akademischen Sektor. Eine wahre wissenschaftliche Koryphäe. Solch furchtbar hoch, also furchtbar steife und lobende Worte, das können doch nur aus dem Munde des Hauptmann Steiner kommen, nicht wahr? Doch redet bitte leiser, der Ladenbesitzer könnte uns hören. Aber Prinzessin, darf man fragen, was sie hier überhaupt tut? Dies jetzt zu erklären, würde zu lange dauern. Aus einem bestimmten Grund sind wir auf der Suche nach der Silbernadel. Bitte versteht, wir wollten den Gegenstand nicht stehlen oder ähnliches. Es ist nur so, dass wir in einer ausweglosen Situation sind und Lage noch obendrein. Ja. Hey, ist da unten jemand? Scheiße. Ihr solltet von hier verschwinden. Und keine Sorge, die Silbernadel überreiche ich euch später. Wenn ihr vom Stadttor Trenos aus nach links geht, folgt ihr dem Weg einfach so lange, bis ihr vor einem großen Turm angekommen seid. Und genau dieser Turm ist mein Zuhause. Ich werde die Tür offen stehen lassen. Tretet einfach ein, bis nachher also. Es ist meine Freude, verehrte Prinzessin. Verstanden. Wir ziehen uns erst einmal zurück. Vielen Dank, Professor Toto. Bis nachher. Ach so, ihr seid es bloß, Professor. Ja, entschuldigt bitte die Unannehmlichkeiten. Mir ist nur mitten beim Kartografieren die Tinte ausgegangen. Gut, aber seid bitte vorsichtig. Wenn hier etwas kaputt geht, muss ich das nämlich ausbaden. Prinzessin. Waren das schöne Zeiten, dass ich die nochmal sehen darf, ach ja. Ja, und hat dieser Professor Popo nun die Silbernadel rübergeschoben? Professor Toto und so. Achi! Boah, mir egal, ob Toto oder Lotto, auf jeden Fall ist das eine beschämende Sache für die Tantalus. Naja, so wie es aussieht, wirst du wohl noch eine Weile den Babysitter spielen müssen. Echt, oder? Klar. Oder glaubst du, Professor Tutu gibt dir die Silbernadel, wenn Garnett nicht dabei ist? Also, Prinzessin, ich verlasse mich darauf, dass Professor Popo die Silbernadel rausrückt. Professor Toto und so. Der Professor hält immer sein Wort. Gut, dann schlaft erstmal. Dieser Professor Risotto wird wohl auch eine Weile brauchen. Professor Toto und so. Boah. Schäfchen, so geht das nicht. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen pennen. Ein bisschen schlafen wäre fein. Gut, da drüben stehen die Betten. Ja, Stockbetten sogar. Oh, feine Schläfchen. Perfekt, dann gehen wir wieder. Und wir werden auch sofortig speichern gehen, weil für heute ist der Part leider schon wieder zu Ende. Ja. La 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 ra ram pam param bam ram di dadl dam dam
Nicht schlecht, Herr Specht. Haben wir den Professor Toto auch wieder entdeckt und gefunden? Ach, da freut sich sicher die kleine Süße gar nicht. Ja, ja. Lululum. Ich danke dir. Hast du noch was für uns? Ja, lesen nochmal kurz. Ja. Ich erzog gern einen Brief. Nein, er hat nichts. Alles klar. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.